Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Infovideo rund um die neue Ritualliga Path of Exile, die ja jetzt morgen am 15.01. für PC startet und auch dann losgeht. Und ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal ein paar Infos, wie denn die nächste Liga hier eigentlich auf diesem Kanal stattfindet. Wir haben ja dieses Mal, also ich war auch total überfordert, ich lief mir die Zeit davon. Ich hätte ja auch ganz gerne eigentlich wieder eine Abstimmung gemacht, was für ein Char ich denn machen soll. Aber es gab so viel Neues und in so kurzer Zeit und dadurch, dass das jetzt auch irgendwie ja quasi direkt nach den Feiertagen und Jahreswechsel und so war, ist total mir vorbeigegangen. Also von daher musste ich mich da jetzt mehr oder minder ganz alleine durchquälen und ich glaube, ich habe da eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden und ich habe, glaube ich, auch da eigentlich im Großen und Ganzen schon auch was gefunden, was euch bestimmt auch Spaß machen wird. Also sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe mir bei der Echoes of the Atlas beziehungsweise ja der Ritual-Herausforderungsliga, die wir machen werden, habe ich mir gedacht, was brauchst du? Was brauchst du? Mein Problem ist ja, ich hätte auch vielleicht gerne eine Waldläuferin gespielt, aber ich habe mir gedacht, also die muss ja immer sehr in Bewegung sein oder muss eben irgendwie Abstand halten können. Das funktioniert natürlich gerade bei diesen Ritualgeschichten nicht. Also jetzt nicht mal so sehr jetzt bei den echt fiesen Bosskämpfen, die uns ja auch noch erwarten werden, was ja so die Echoes of the Atlas Erweiterung angeht. Nein, diese Ritualherausforderung, wo man ja auf engstem Raum bleiben muss, weil man da ja diesen Kreis nicht so ohne weiteres, dieses Ritual nicht so ohne weiteres verlassen kann, zeitgleich dann ja dieser Ritualaltar ein auch noch mit aufs Korn nimmt, da habe ich gedacht, da, mit der Waldläuferin habe ich verloren. Also das ist, dafür bin ich weder wendig genug, noch geschickt genug, schnell genug. Das kann nur in die Hose gehen. Also ich brauche jetzt irgendwie was, was einen guten Schaden austeilt, was einen guten Schaden einsteckt, was aber eben auch einfach mal in der Mitte stehen bleiben kann. Und das hat mich so, im Prinzip hat mich das so nach ein bisschen hin und her, also ich hätte auch wahnsinnig gern tatsächlich eine Aas-Golem-Hexe nochmal gespielt, um zu testen, läuft sie nicht. Ja, wer weiß, mache ich vielleicht auch noch die Liga, mal gucken. Ich gehe mir nicht stark davon aus, dass also gerade jetzt die ganze Veränderung, dass sie total Banane sind, aber genau hier hätte ich auch wieder das gleiche Problem gehabt. Ich versuche natürlich immer gerne die Aas-Golem-Hexe ein bisschen rauszuhalten, nicht so stehen zu bleiben, weil ja die Aas-Golem letztendlich die Arbeit machen sollen. Auch hier wäre so für mich so gedanklich jetzt vielleicht also ein bisschen der Haken gewesen, dass ich eben da eingepfercht werde in diese Geschichte. Also das ist ja allein in den Arenen, in den Boss-Arenen, in den Maps. Selbst da ist ja immer so dieser kritische Moment für so eine Kreaturenhexe dann auch gewesen. So. Und das wollte ich einfach umgehen. Und habe mich da jetzt für ein bisschen tankigere Varianten entschieden. Und ich habe das Ganze im Prinzip im Wesentlichen so gemacht, dass das für euch auch diesmal ein bisschen anders wird, als das sonst der Fall ist. Ganz klassisch habe ich das in der Vergangenheit immer so gehalten, dass wir ein Liga-Let's Play machen. Das heißt also, ich suche mir einen Char aus, beziehungsweise ihr stimmt einen Char ab. In diesem Fall habe ich jetzt selbst einen ausgesucht. Und dann gibt es, also ich sag mal, etwa fünf, sechs Folgen jede Woche, eine halbe Stunde und ich zeige euch, wie der sich da durch die Liga kämpft. Ganz interessant, gerade für die totalen Einsteiger, dass die eben auch sehen mit ein bisschen Erklärung, was weiß ich, was ist eine Färbungssphäre, was mache ich damit und so weiter und so fort, um die so ein bisschen dahin zu kriegen. Den Rest von euch natürlich hoffentlich köstlich auch zu unterhalten, vielleicht noch ein paar Anregungen zu machen, aber der Haken an der ganzen Geschichte ist, dieser Weg bis Ende Akt 10 dauert dann auch etwa 4 bis 6 Wochen. Ja, genau. So. Und das ist natürlich manchmal dann vielleicht auch zeitlich manchmal ein bisschen schwierig, das Ganze noch nachzuspielen. Das ist dann manchmal ja auch vielleicht eher was dann für die nächste Herausforderungsliga. So. Zeitgleich aber habe ich dann, was weiß ich, phasenweise früher habe ich gar keinen zweiten Bild gespielt in der Zeit. Hatte dann aber auch immer schon Schwierigkeiten, nachher dann im Atlas weiterzukommen, zeitlich. Dann habe ich phasenweise einen im Stream gestartet, das wollte ich diesmal aber auch nicht. Also Streams wird das in dieser Herausforderung wahrscheinlich mal ein bisschen weniger geben. Und wenn, ich hatte das im Stream mal angekündigt, unter Umständen vielleicht sogar hier auf YouTube, dann ganz spontan und ohne große Ankündigung und nichts Geplantes. Also da werden wir mal gucken. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ich mache für mich einen ganz eigenen Liga-Starter und ich werde euch da in der Form eines Tagebuchs so informieren. Das heißt also, ich werde einfach von Zeit zu Zeit, also ich sage jetzt mal Ende Akt 1, was habe ich in Akt 1 gemacht, was habe ich in Akt 2 gemacht, was habe ich in Akt 3 gemacht, wie macht der Char sich, so solche Geschichten, so einen ganz eigenen Liga-Starter eben nachziehen und dann in Form eines Tagebuchs, sodass man sagen kann, so in den ersten
Ja, ich weiß gar nicht wann, also so in den ersten, der ersten Woche, in den ersten 2 Wochen oder so, habe ich den dann auch locker bis Akt 10 durch, wer weiß, vielleicht sogar, also auch videotechnisch, dann bis Akt 10 durch, sodass ich wirklich sagen kann, also hier, guck mal, das habe ich gemacht und habe ich das nochmal umgebaut und das habe ich gemacht und jetzt habe ich den Fertigkeitsbaum so und ihr könnt euch den Char angucken, da und da, schaut einfach mal, die sind ja auch unten bei mir in der Videobeschreibung immer verlinkt, da könnt ihr mal gucken, wie ist der gerade und läuft total super und blablabla, ne, und macht genau das, was ich mache. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ich werde mir wahrscheinlich hier auch oder werde da tatsächlich für mich persönlich mit dem Wirbelsturm anfangen. Das ist eigentlich so mein persönlicher Ligastarter, wo ich sagen will. Also ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwas, was ein bisschen schnell ist, was ein bisschen tanky ist, was ein bisschen guten Schaden aus teilt bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich denke mal, dass man mit dem relativ gut durchkommt am Anfang, dass der auch tanky genug ist und auch genug Schaden macht. Also, dass ich Maps relativ schnell laufen kann. Er ist auch schnell dabei noch. Und dass der aber zeitgleich, ja, wie gesagt, zeitgleich auch ein bisschen was einstecken kann. Das Ganze geht dann, also mit dem Wirbelsturm, wir müssen mal gucken, wie weit der überhaupt geht. Also, ich denke mal, der wird nachher so das totale das total späte Endgame, da wird man dann wahrscheinlich schon ein bisschen sehr viel investieren müssen. Aber da kann ich mir dann unter Umständen vielleicht sogar überlegen, den nochmal umzubauen, um dann zu sagen, da machen wir dann nochmal was anderes draus, wenn das Ganze nicht klappt. Also, weil das ist, Grundlage ist ja der Duellant. An der Stelle, so wie ich das eben machen will. Ich möchte das diesmal anders machen. Es gibt ja auf meinem Kanal, wer das nicht kennt, also wenn ihr über die Startseite reingeht, gibt es ja hier unten so diese ganzen Übersichten. Da gibt es ja eben auch die Guides und da gibt es ja dann auch hier die Bildguides. Zum Und Glück gibt es weiter. machen wir mal kurz aus und dann haben wir hier auch so verschiedene Varianten, verschiedene Versionen. Und da ist unter anderem ist da ja auch der Cyclone, also der Wirbelsturm. Der ist auch hier drinnen in der Version 3.8. Ich habe den immer mal wieder angespielt. Ich musste da großartig nichts ändern. Also der lief immer noch so und der wird auch so noch laufen. Ich persönlich werde den allerdings in einer bisschen anderen Version. Also ihr könnt euch den auch angucken, wenn ihr das vielleicht schon mal vorpreschen wollt und könnt das mal so machen und könnt mal gucken, wie weit er mit dem kommt. Ich persönlich, also das ist, der arbeitet mit zwei Hand, mit einer Zweihandaxt. Ich persönlich will das mit einer Einhandwaffe mal probieren. Da eine Variante. Ich kann zurzeit auch noch nicht sagen, welche Aszendenz da Grundlage sein wird. Das ist ja was, das jetzt theoretisch überall ein bisschen vielleicht unter Umständen angepasst werden müsste. Aber ich habe mir überlegt, wir machen hier einen schönen Wirbelsturm Storytell. Duellanten. Nur ich will das mal leise machen. Wir machen hier mal einen schönen Wirbelsturm Duellanten. Und den gucken wir uns an. Ich glaube nämlich, dass ich mit dem relativ gut und relativ schnell durchkommen kann. Ich kann mich natürlich auch total ändern, was das total irren, was das Ganze angeht. Aber dann wäre ich dann tatsächlich so, dass ich einfach sagen würde, da machen wir mal hier, ne? Also das ist so ein bisschen so die Grundüberlegung. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass das eben auch sehr gut funktioniert, gerade in einer tollen Werbung. So. Wir machen das. So, dass das natürlich auch echt toll sein könnte für die ganzen Ritualgeschichten, die wir da eben haben. Also das ist so mein Plan und da kriegt ihr dann so eine Art Videotagebuch, wie das Ganze so läuft. Immer mal so kleine Zwischensequenzen, wie das, was ich gerade mache, wie die Items gerade sind, wie es sich gerade durchschlägt. Ne? Klitzekleine Mini-Let's Plays in Form eines kleinen Ligatagebuchs. So, das mal die Überlegung. Zeitgleich oder fast zeitgleich und da wird dann, also da könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht die erste Folge vielleicht sogar am Samstag, vielleicht erst am Sonntag starten und dann so ganz sporadisch. Sicher nicht täglich, also je nachdem, wie ich die Folgen eben produzieren kann, muss man dann eben schauen. So, dann wird aber zeitgleich mehr oder minder das Let's Play starten, das ja dann für einen längeren Zeitraum angelegt ist mit, ja, ich sag mal 5 bis 7 Folgen die Woche, je nachdem, wie viel ich eben schaffe und wie weit ich eben auch durchkomme. Und auch da soll es dann irgendwas sein. Da habe ich mir gedacht, jetzt brauchen wir noch irgendwie was, was auch relativ gut durchkommt. Es muss nicht ganz so schnell sein, also das wird nicht so der Hauptfarmer werden, soll aber so ein bisschen auch tanky sein. Gutes Bosskill-Potenzial haben und da bin ich irgendwie auf diesen Blade Blast Chieftain gestoßen. Das ist ein Marodeur, ist die Grundlage. Ich habe jetzt leider hier nur englische Vorlagen, deswegen wird es vielleicht auch ganz interessant, das dann als Let's Play zu machen. Ich habe mich da auch noch nicht so ganz mit auseinandergesetzt. Ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei, sage ich mal. Und ich glaube, deswegen werden wir auch nehmen. Also, der hat Sizzoran, hat ja da Builds gemacht. Also, da gibt es diverse hier bei PoE Vault, gibt es auch. Also, wenn ihr das irgendwie spielen wollt oder selber angucken möchtet, dann wäre vielleicht hier, also, da müsst ihr im Prinzip Google Blade Blast Chieftain einfach irgendwie eintragen. Da findet ihr da diverse Vorgaben. Ich gehe jetzt hier mal einfach mal, nehmen wir einfach mal das Video von Sizzoran vielleicht.
So, ich weiß gar nicht, ich könnte schon sehen, ich habe da ja so, bin da immer mal so durchgesprungen. Ich weiß gar nicht, ob der hier irgendwo ein Gameplay auch drin hat. Da, genau. Und ich glaube nämlich, dass das Ganze sehr, sehr interessant sein könnte in so verschiedenen Ausführungen. Gibt es auch rein physisch. Also, ich habe einfach so ein bisschen so die große Hoffnung, dass der, also man kann jetzt schon sehen, hier 7000 Leben, also der steckt auch ein bisschen was ein. Da hat man es auch vielleicht nicht ganz so eilig bei den Bossen, dass der mir so ein bisschen dann bei dieser ganzen Bossgeschichte, also bei dieser Erweiterung, die wir da ja letztendlich haben mit der Seherin, dass der das Ganze da ein bisschen macht. Grundlage ist der Marodeur und ich hatte ja immer im Hinterkopf nochmal, dass mir auch irgendwie ein Marodeur noch fehlt und den werden wir über diesen Weg nehmen und dann werden wir einfach mal gucken. Weiß natürlich nicht, aber ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass der ganz gut läuft, weil der auch für die Version 3.13 ja ganz gut angedacht ist. Also, ich schaue es mir mal an, ne? Also, The Broken Build, also ich glaube schon, dass der immer noch super ist, glaube ich. Also, ich werde es einfach ausprobieren, wir werden das sehen. Und ich habe bei beiden Chars ja notfalls immer noch die Gelegenheit, wenn da irgendeiner hakt, dass man sie umbauen kann. Also, ich habe dann einen Duellanten am Start und ich habe dann einen Marodeur am Start. Also, beides recht kräftige Varianten, von denen man zum Beispiel auch den einen oder anderen, zurzeit ist vielfach die Rede von dem Bleedbow-Build. Den könnte ich tatsächlich ja, ich könnte ja den Duellanten umbauen zum Beispiel. Ich glaube, Basis, die Speedbow ist ja der Gladiator, das ist ein Duellanten, eine Duellanten-Aszendenz. Also das heißt, ich könnte den auch umbauen. Also ich habe dann schon noch ein paar Möglichkeiten und gerade so, was so diese Bosse angeht, da auch mithalten zu können. Und ich denke mal, dass es auch eine gute Lösung ist, gerade für diese Mini-Arenen. Da wenn ich mir vorstelle, also es können ja da bis zu 4 Rituale in einer Map oder in einem Gebiet stattfinden. Das heißt, man ist vier, man hat mindestens 4 Kämpfe auf engstem Raum, so im Prinzip genauso wie die Risse. Bloß bei den Rissen war das so, dass man immer rauslaufen konnte. Also wenn man jetzt merkte, das wird gerade eng, konnte man kurz rauslaufen, Lebensfläschchen drücken oder was auch immer, konnte wieder reinlaufen oder konnte eben von außen angreifen. Das sind ja Sachen, die gehen ja jetzt mit den Ritualen nicht mehr. Das heißt, bei diesen Ritualen sind wir einfach mittendrin gefangen und da wollte ich gern ein bisschen was Technisches haben. Also, euch erwarten jetzt hier in der nächsten Zeit 2 Videoserien. Das eine ist dieses Videotagebuch, ja, meine persönliche Liga-Geschichte. Ich denke mal, wir werden so, ja, wie gesagt, in 1 bis 2 Wochen spätestens durch die Dings durch sein. Kann auch sein, also dann werden wir auch noch ein bisschen in den Maps sein. Also, das heißt, ich werde dann euch da echt versuchen, gut auf dem Laufenden zu halten. Und wir haben das Liga-Let's Play, das dann wirklich so stückchenweise, Schritt für Schritt, diesen Aufbau dieses Blade Blast Chieftains dann zeigt. Meine eigene Interpretation dieses Bildes, je nachdem, welchen ich mir da jetzt als Grundlage nehme, meine eigenen Veränderungen, das Ganze ein bisschen auf mich angepasst, soll auch ein super Liga-Starter sein, also wirklich kein großes Equipment. Für diejenigen von euch, die eben noch suchen, wie gesagt, wenn ihr auf meinem Kanal einfach mal schaut, da habt ihr dann durchaus die Möglichkeit, über diese Playlist mal zu gucken. Also allen blutigen Einsteigern empfehle ich ja nach wie vor die Beschwörerhexe. Es gibt einfach nichts Besseres, nichts Einfacheres, mit dem man einfach mal in das Spiel reinschnuppern kann. Wird euch nicht bis ins allerletzte Endgame bringen, aber ich glaube, dass es für Anfänger ohnehin schwer ist, ohne irgendwelche Vorkenntnisse und ohne weitere Unterstützung vielleicht, dann von Anfang bis Ende in 3 Monaten durch die Herausforderungsliga zu kommen. Es wird sowieso schon knackig und dann hat man hier sowieso dann wirklich ein Bild, wo man vieles von dem Spiel einfach gleichzeitig beobachten, mitnehmen, lernen kann. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich glaube, ich habe auch genug geschwafelt. Ich wünsche euch allen einen super Ligastart. Diejenigen, die schon dürfen. Die Consoleros müssen ja noch ein bisschen warten. Die bekommen dann hier vielleicht schon mal auf dem Kanal einen guten Eindruck, wie ob sich vielleicht so ein Blade Blast Chieftain spielen, ob der Cyclone, ob der Sinn macht, den dann jetzt noch zu spielen oder ob man sich dann doch vielleicht für was anderes entscheidet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt fleißig, schreibt mir fleißig in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.